Ich heiße Bettina Hagedorn und ich habe mir diesen Ort für den blauen Klappstuhl ausgewählt, weil wir sind hier in der KZ-Gedenkstätte in Arnsböck. Im letzten Jahr ist es gelungen, mit der Hilfe von Bundesmitteln, um die ich mich sehr gekümmert habe, diese Gedenkstätte endlich zu sanieren. Und es ist der würdige Raum, den ich mir für diese KZ-Gedenkstätte und für die Ausstellung hier immer gewünscht habe. Ich bin 54 Jahre alt, ich bin in Laboe aufgewachsen. Deswegen habe ich, glaube ich, auch eine ganz besondere Beziehung zur Ostsee und zum Wasser überhaupt. Mein Geburtsort ist Kiel. Außer dem sozialen Engagement hatte ich immer eine sehr starke kreative Ader. Und dann habe ich das zu meinem zweiten Beruf gemacht und eine Goldschmiedeausbildung in Plön gemacht. Ich habe also schon als junger Mensch immer viel Aquarell gemalt und auf Seide gemalt und ähnliche Dinge mehr. Goldschmiedin zu sein, ist selbstverständlich ein ganz kreativer Beruf. Ein Beruf auch, für den man viel Geduld braucht, aber er ist auch ein Handwerk. Und da kam dann, wie manchmal bei Frauen, etwas dazwischen, nämlich mein erstes Kind schon im zweiten Lehrjahr. Ich habe aber die Ausbildung beendet und dann aber mit einem Kind damals sich selbstständig zu machen, das konnte man sich völlig abschminken. Ich habe dann also meinen Kinderwunsch gleich voll gemacht. Kurz darauf kam mein zweiter Sohn, dann mein dritter, also mit 28 Jahren war ich schon dreifache Mutter und wohnte inzwischen in Ostholstein. Ich habe also die 20 Jahre, als ich meine Kinder großgezogen habe, wir haben selbst Hühner gehabt, wir haben Enten gehabt, ich habe einen großen 800 Quadratmeter großen Gemüsegarten gehabt, wir waren praktisch Selbstversorger und das war das. Klar, da kommt ein bisschen der Traum der Generation der 70er Jahre durch. Ja, und diesen Traum habe ich gelebt und in Kribel verwirklicht. Ich habe parallel mich politisch angefangen zu engagieren. Ich war dann die letzten 6 Jahre Bürgermeisterin in Kalsedorf, von Amtsvorsteherin im Amt Schönwalde. Und ich bin immer noch ein bisschen stolz darauf, dass ich bis heute die einzige weibliche Amtsvorsteherin war, die Ostholstein je gesehen hat. Und dann bin ich 2002 das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Das war für mich selbst eine große Überraschung. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und rückblickend betrachtet kann ich sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil mit dieser Aufgabe habe ich wirklich das gefunden in meinem Leben, wo ich all die Dinge tun kann, die mir wirklich Freude machen. Und da macht mir auch eine 60- bis 80-Stunden-Woche nicht wirklich was aus. Der schwierigste Augenblick in meinem Leben, ich glaube, das war der Tod meines ehemaligen Mannes vor einem Jahr und 4 Monaten. Wir sind seit 10 Jahren geschieden und es war auch nicht ganz unerwartet, dass er gestorben ist, aber das war ein sehr schwieriger Moment, vor allen Dingen für meine 3 Söhne. Und sie in dieser Situation auch zu stützen und mitzunehmen und darüber hinaus auch trotzdem mit den eigenen Gefühlen klarzukommen. Wir waren über 20 Jahre verheiratet, das war, glaube ich, der schwierigste Moment. Also Oma zu sein, davon habe ich immer geträumt. Meine Mutter hat schon immer gesagt, Kinder haben ist großartig, Enkelkinder haben ist noch viel besser. Und ich finde, sie hat recht. Ich komme aus der Friedens- und Anti-Atomkraft-Bewegung. Das ist bis heute eines meiner Leitmotive. Also Energiepolitik, der Ausstieg aus der Atomkraft, das ist das eine. Und das andere sind soziale Motive. Das hängt auch mit den Anfängen in der kirchlichen Jugendarbeit zusammen. Das Engagement für Kinder, für Jugendliche, aber auch für die, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Natürlich gibt es immer so Weggabelungen, wo man denkt, das und das hättest du auch machen können. Aber um ehrlich zu sein, ich bin schon sehr einverstanden mit meinem Leben bisher. Ich habe auch viel Glück gehabt. Und ich möchte vor allen Dingen nicht meine 3 Söhne missen. In 10 Jahren bin ich 64. Und auch wenn ich meinen Beruf unglaublich liebe und ein Arbeitstier bin, gehöre ich doch zu den Menschen, die hoffentlich nie verlieren, dass es auch noch ein Leben jenseits der Politik gibt. Und darum hoffe ich, dass ich in 10 Jahren am Ende einer langen, langen politischen Tätigkeit zufrieden zurückblicken kann auf das, was ich geleistet habe für die Menschen, aber auf der anderen Seite mich auch aus ganzem Herzen freuen kann auf einen aktiven Ruhestand und viele, viele Dinge, die ich in den letzten Jahrzehnten dann zu kurz kommen lassen musste, wie zum Beispiel mein kreatives Schaffen und all diese Dinge, die möchte ich dann ausleben. Also ich würde einerseits auch gerne Willy Brandt grüßen, weil das einer der größten Vorbilder für mich ist, nicht nur politisch, sondern auch menschlich.
aber weil der schon tot ist, grüße ich stattdessen Nelson Mandela. I greet you and I want to say to you that you're, for me, the most incredible person and you are so important for so many people to never give up hope.